Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Zelda Ocarina of Time. Wir haben hier beim letzten Mal den ersten Geist quasi befreit und wollen diesen jetzt besiegen. Der müsste sich hier unten aufhalten. Moment. Da ist er auch schon. Gucken wir mal. Nettie, eine der Irrlichtschwestern. Ziele auf sie, sobald sie erscheint. Genau. So. Und da muss man immer schön vorsichtig machen, dass die einen mit ihrer Flamme nicht erwischt. Ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Ich glaube, viermal oder so muss man die treffen. Nee, es reicht noch nicht. Jetzt. So, und damit haben wir die erste Flamme befreit quasi. Zack. Oh, und eine Kiste bekommen wir auch noch. Wahrscheinlich mit einem Schlüssel, damit wir da oben wieder rauskommen. So. Nein, der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Truhen. Und natürlich auch, wo ich mich befinde. Das ist schon mal das Wichtigste von allem. So, hier sind noch einige Truhen, die wir finden können. Okay. Ich würde jetzt nochmal zurücklaufen, die andere Schwester da befreien, beziehungsweise... Nee, wir machen erstmal hier weiter. Wobei... Wartet mal, habe ich überhaupt noch einen kleinen Schlüssel? Ich glaube nämlich nicht. Nee, da unten sieht man's. Ich komme hier oben nicht raus ohne Schlüssel, ne? So war das doch. Ja, genau. Okay. Kannst du hier rüberklettern? Nee, kannst du nicht. Okay, na gut. Dann eben nicht. Dann laufen wir. Treppen wieder runter. Und dann wieder zurück den ganzen Weg. Die andere Schwester auch noch befreien. Die ja hier war. Und zwar hier. Da müssen wir jetzt mal gucken. Genau. Zack. Ah, da ist sie. So, fehlt noch ein Bild. Das müsste jetzt eigentlich, dürfte die sich ja nirgendwo mehr verstecken können, genau. Zack. So, wen haben wir da? Gucken wir gleich mal. Die hieß Nettie. Dann ist das jetzt hier. Hattie. Okay. Das gleiche Spiel nochmal, ne? Einfach mit dem Bogen abschießen. Da müsste hier dann auch wieder eine Kiste erscheinen. Eigentlich nur ein Geduldsspiel. Diese Irrlichtschwestern sind gar nicht so schwer. Der Boss von diesem Dungeon, den finde ich ein bisschen schwieriger. Wobei, wartet mal, erinnere ich mich da gerade richtig? Ich weiß gerade gar nicht. Ich sag mal noch nichts dazu. Ich weiß noch gar nicht im Moment gerade, wer da der Boss ist. Ich glaube, es könnte sein, ich irre mich gerade. Und Schwester Nummer 2 ist auch befreit. Sehr schön. Okay. Ich höre schon die Kiste. Ich hole sie mir gleich. Truhe.
Gut. Noch ein Schlüssel. Damit könnten wir jetzt auf der anderen Seite raus. Jetzt will ich aber gerade mal was nachgucken. Moment, jetzt sind wir wo genau? In der Mitte. Da drüben sind auch noch zwei Truhen. Aber wir müssten auch noch da in diesen Raum darüber. Gehe ich jetzt erstmal zurück und hole mir die Truhen? Ich glaube, ja. Aber hier war doch irgendwo eine Fee. Wartet mal, vielleicht ist die wieder da. Und ich kann mir die einfangen. Moment. Ich glaube, hier war doch irgendwo eine Fee. Oder auch nicht. Nee, leider nicht. Wahrscheinlich, weil wir die schon benutzt haben. Naja, egal. Gut. Ach so, nee. Jetzt bin ich ja doch wieder hier rüber gelaufen. Ach komm, dann gehen wir halt doch erstmal hier lang. Wir können uns ja die Kisten da immer noch holen. Oder die Truhen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wo wir hier hinkommen. Okay. Ach so, und hier war das wieder mit den Kreaturen von der Decke, ne? Ja, doch, das brauchst du mir doch nicht dauernd sagen. Geh doch mal da drauf. Schnell. Ja, hier kommen halt so Hände von der Decke gefallen, Leute. So, das sind jetzt andere Viecher. Dort ist eine grüne Knochenfratze. Greife an, so wie das grüne Feuer verschwunden ist. Okay. Na. Na? So, hier kommen wir aber nicht lang, weil wir keinen Schlüssel haben. Okay. Das heißt, wir müssen wo genau lang? Jetzt muss ich mal überlegen. Hier. Also hier in diesem Raum am besten immer in Bewegung bleiben. Denn sobald dieser Schatten euch erwischt, jetzt habe ich mich erschrocken. Heieiei. Ich habe den Schatten nicht gesehen. Ich dachte, der wäre gar nicht mehr da. Und dann seid ihr wieder ganz draußen. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Hilfe. Okay, na gut, dann müssen wir wohl noch mal von vorne loslaufen. Aber jetzt haben wir ja den Bogen. Also wir können jetzt auch ein paar Sachen mehr machen. So, wenn wir jetzt da reingehen, müssten dann zwei Flammen schon wieder da sein. Genau. So. Wir können jetzt zum Beispiel mal. Wartet mal. Ja, hier nochmal Pfeile einsammeln, das ist auch gut. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier wieder rein, in dieses Zimmer. Moment. Da ist doch ein Auge oben drüber, ne? Ja. So. Genau, dann geht das wieder auf. Jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Kleinen Moment. Also wir sind jetzt in dem Raum, da wären dann auch noch mal Kisten. Da hinten ist noch eine Truhe.
Ganz da unten ist der Boss, ja. Durch den Raum da komme ich quasi. Ja, geh mal da durch. Mal kurz gucken. Ich hasse halt diese Räume, wo die diese Grabschehändchen sind. Ach Mann. So, die Frage ist jetzt, wie? Warte mal, ich bin hier rausgekommen. Da oben ist eine Tür. Aber wie komme ich an diese Tür da oben hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wie komme ich da oben an diese Tür hin? Nein. Ah, lol. Geh doch mal aus dieser Ansicht raus, danke. Muss ich hier durch diesen Brunnen vielleicht? Nee. Jetzt mal die Frage, komme ich hier wieder hoch? Komme ich da wieder hoch? Nö. Alles klar, das heißt, ich muss sowieso auf die andere Seite wieder rüber, durch den Brunnen, mich von da nochmal hochhangeln irgendwie. Okay, dann probieren wir das mal. Ja, lass los. Ja, tat jetzt ein bisschen weh. Wirst es überstehen. Ich wollte eigentlich noch mal zurück in diesen Raum, der da so verkrümmt war, weil ich weiß, dass da noch so ein Auge gewesen ist. Jetzt habe ich mich erschrocken. Dachte, warum läuft er denn plötzlich nicht mehr weiter? Aber da war einfach diese Truhe noch. Nun. Okay, gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann vielleicht. Hier komme ich ja auch nirgendwo hoch, außer. Oh. Gut. Diesmal lasse ich mich von dir nicht treffen, du blödes Vieh. Komm. So, da oben hin. Da oben hin komme ich ja nicht. Nee. Da komme ich nicht an. Das ist so weit oben. Ja. Gibt es hier sonst irgendwas, wo ich mit dem Pfeil ein Auge oder sowas abschießen könnte? Nee. Gut, wartet mal, ich versuche mal, wie es ist, wenn ich alle Viecher hier in dem Raum töte.
Das nützt mir auch nicht wirklich was. Okay, dann kletter mal wieder hier hoch und wir gucken mal von der Seite, ob wir da irgendwas entdecken. Vielleicht von da ein Auge oder sowas, wo wir reinschießen können. Ansonsten gehe ich hier nochmal durch diesen Raum durch und schau mal, was wir da noch machen könnten eventuell. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen, ne? So, wartet mal, von hier. Sehe ich denn von hier irgendeine Möglichkeit? Da ist halt noch eine Tür, aber wie komme ich an diese Tür, ist die Frage. Da drüben ist noch eine Tür. Ach so, wartet mal, ist das? Nee. Das ist die dann. Warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Also wo stehe ich hier genau an diesem in diesem Raum? Warte mal, da ist die Tür, wo wir reingekommen sind. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und da. Also, aus dem Raum. Ich müsste da durch und dann kann ich da in dieses Zimmer. Also aus dem Hauptraum quasi links, den linken Weg. Da müsste ich rein. Ach, schon wieder gespeichert, das wollte ich gar nicht. Probieren wir das mal. Warte, ich gehe nochmal hier runter. Aber ich glaube, das ist doch diese Tür hier, oder? Ah, nee. Ist es dann diese Tür? Wahrscheinlich. Geh doch rein. Jetzt bin ich da, genau. Und dann komme ich da in den Raum und dann muss ich von da aus zu der Kiste. So stelle ich mir das gerade vor. Ach so, wartet mal, das war ja hier. Okay. Ach ja, genau, hier waren ja... Hier waren ja auch noch Augen. Das hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Okay, gehen wir nochmal... Genau, hier wollte ich ja nämlich hin. Da waren doch auch noch Augen. Gehen wir nochmal hier hoch. Da hatte ich doch auch noch Augen gesehen. Wartet mal. Ich muss zu diesem roten Block auf die Etage. Das ist dann hier. Hier war doch irgendwo so ein Auge. Wo war das? Wo war das? Hier draußen. Hier. Ah, da haben wir es gefunden. Das Auge habe ich gesucht. Genau. Ah, und da kommt eine Truhe runtergefallen. Sehr schön. Truhe Nummer 1. Ja, toll. Pfeile. Super. Wo sind wir jetzt? Da. Aber das ist dann nicht die Truhe, die ich gesucht habe. Die Truhe da will ich haben. Wie komme ich denn an die ran? Oh. Das ist da unten. Seht ihr das? Runter. Da will ich hin. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich denn da hin? Von hier hüpfen? Nee, das schafft er nicht. Ich muss da irgendwie hin. Hm.
Gute Frage, nächste Frage. Da muss ich hin. Ich weiß nur nicht wie. Kann ich vielleicht von hier irgendwie darüber? Muss darüber. Kann ich mich mit einem Fanghaken an eine Tür ziehen? Ich glaube ja nicht, oder? Ist auch viel zu weit. Ich bräuchte so einen Block oder sowas, wo ich dann draufsteigen kann. Nochmal von hier oben gucken. Es muss ja eine Möglichkeit geben, da reinzukommen in diese Tür. Frage ist nur, wie. Die müsste jetzt direkt unter mir sein, die Tür, ja. Von hier aus komme ich da nicht hin. Von da oben vielleicht? Moment. Dass ich vielleicht so weit hüpfen, also so weit springen kann, das glaube ich aber auch kaum. Kann ich so weit springen? Das ist die gute Frage, ne? Ich probier's. Nö. Ha! Pff, merkwürdig. Wie soll ich da hinkommen? Ich gehe jetzt nochmal da hoch, wo ich eben gerade war, und gucke mich da nochmal mit der Kamera richtig um. Hier war ja nichts mehr, nee. Ansonsten gehen wir erstmal weiter. Da war ja auch noch dieser komische verdrehte Raum. Und vor diesem Raum war, glaube ich, auch ein Auge. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. So, jetzt guck mal von hier. Ist hier irgendwas noch zum Anschießen? Nee. Komme ich bloß in diesen Raum da unten rein? Ich weiß es nicht. Lassen wir das erstmal. Aber ich möchte schon gern alle Truhen haben. Gut, da ist das Auge, das habe ich gemeint. Jetzt hat sich das gerade gerückt. Jetzt gehen wir da noch mal durch. Da ist jetzt auch noch mal eine Truhe. Oh, jetzt hier wieder aufpassen. Die Truhe ist da. Da ist. Ohohoho. Oh,
Aha, der Masterschlüssel. Endlich kriegen wir auch mal einen Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Ja, dazu müssten wir da aber erstmal hinkommen. Oh, Vorsicht. Okay, es ist schon wieder weg. Oh. Huch. Hilfe. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Bin ich hier reingefallen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Kommt hier auch das komische Händchen? Ich hoffe nicht. Was ist denn schon wieder? Hör doch mal auf, mit der Steuerung rumzuzicken, du dummes Ding. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich da. Ah! Okay, jetzt bin ich hier. Verstehe. Jetzt kann ich... Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Na komm. Mach die mal so platt. Oh, wie lange braucht die denn, bis sie tot ist? Na komm. So, ich wollte mir jetzt hier die Skulltula erstmal schnell holen. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze, ohne runterzufallen. Oh, Link, gerade. Gerade, wenn es geht. So, da will ich rüber. Hopp. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, bitte. So. Sehr gut. Okay. Nicht runterfallen. Oh Gott. Bitte nicht runterfallen. Okay. Sehr gut. Hier ist nix. Oh. Und hier ist der Raum noch mit der Kiste. Ein bösartiger Bodengrabscher. Sobald er sich aufteilt, zerstöre die kleinen Grabscher, bevor er sich wieder vereint. Oh. Nein, warum ziehst du denn dein Schild nicht? Geschafft. Hui. Okay, dann haben wir die Truhe auch. Na? Puh. Der ist gar nicht so einfach, der Dungeon, Leute. Und wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Da war doch noch irgendwo eine Tür zum Öffnen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das gewesen ist. So, und jetzt sind wir hier. Genau. Okay. Wo waren wir denn bis jetzt noch nicht? Da drüben. Da drüben. Da kamen wir nicht weiter wegen... Wo war denn nochmal eine Tür, wo wir einen Schlüssel gebraucht hatten? Da oben?
geht's nochmal den Gang entlang, wo wir eben quasi diesen Weg so verdreht haben. Ich drehe das nochmal zurück. Ich will dann nochmal lang gehen, wo wir die zwei Irrlichter schon besiegt haben. Ich glaube, irgendwo da kamen wir dann zu der Tür mit dem Schlüssel. Oh, ich sehe aber gerade, Leute, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Zelda Ocarina of Time. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!